Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier diesen Chevrolet Apache Baujahr 1958 vorstellen. Der kostet dich 25.000 Euro, 96 km/h soll das schnell sein, 40 Liter Tankvolumen, 130 PS, entsprechend 96 kW und 45 Euro Unterhalt. Hier, den kannst du hier auch optimieren, also einmal Standard. Dann Design 2, das sind also andere Reifen für 300 Euro und dann Design 3 für 300 Euro. Leider das Bild hier, das lädt nicht von den Store, also von dem Shop. Da hat er einen einzigen Aero drin. Du kannst hier Spanngurte von außen auch anbringen, aber nur von hier vorne. Da, wenn du jetzt hingehst, nicht. Irgendwie da schon. Die Spanngurte, wenn man jetzt da rangeht, wenn ich jetzt hier, also warte mal, jetzt zeigt das an, ja, Rücke ist nicht da, hier ist es auch nicht da. Doch, dann steigen wir mal ein. Also das hier ist jetzt, da muss ich noch ich zeigen, habe ich jetzt uns beinahe vergessen. Also das hier ist Design 3 von den Reifen her. Dann das hier vorne, das ist Design 2 mit den Stollen. Und hier, das hier ist der Standard. Mal schauen, welchen nehmen wir dann. Wir nehmen Design 2, finde ich, sieht irgendwie cool aus. Das Lenkrad habe ich vergessen einzuschalten. Gibt es auch mal wieder. Naja, haben wir ja gleich. So. Hat einen coolen Sound. Haben wir hier hinten schon eine Kopplung. Oh, der hat eine Beschleunigung. Können wir ja gleich mal testen hier. Ich weiß nicht, der ist ein bisschen unrealistisch, aber es geht ja nur um die Funktion. Manche anderen gehen her und ziehen hier mit sowas größeren noch. So, wie wir sehen, funktioniert hier die Kupplung. Mal schauen, geht hier das andere auch, was normal nicht gehen sollte. Ja, den können wir auch anhängen. Also, wir können hier beide Kupplungen anhängen. Gehen wir mal in die Innensicht. Also hier innen drin ist er leider noch nicht, finde ich, fertig. Spiegel funktionieren hier nicht. Das Lenkrad leider auch nicht, ist nicht animiert. Dann schauen wir mal, ob die Blinker funktionieren. Die Blinker funktionieren. Aber nur vorne. Bremslicht, ja, geht. Dann schauen wir noch das normale Licht. Das funktioniert auch. Gehen wir mal in die Innensicht. Mal schauen, ob innen drin was leuchtet. Nein, aber man hört es klacken. Abgas, Strahl. Schwer zu sagen. Mal sie. Ihr seht hier vorne ein bisschen von dem Fahrwerk, ist ein bisschen kurz als die Feder. Geht so in die. Ah, sieht aber echt cool aus, finde ich. So, dann fahren wir mal ein Stück. Vor mal. Oh, linken brauchen wir ja jetzt nicht. Und hier lassen wir mal den Dreck mal ein bisschen spritzen. Muss mal Achtung, Hund. Hupe funktioniert, Hupe ist Standard. Ja, ganz schön was los. Also ja. Also wir hatten jetzt über 90 km/h drauf, ich glaube so bei diesen 95, 96 haben wir drauf gehabt. Schauen wir das mal vorkommen. Jawohl, ja, den haben wir es jetzt gezeigt. Und hier vorne kommen gleich die nächsten. Bremsen gehen auch ganz gut. Schieben jetzt hier mal vor. Tupen nochmal schön freundlich. Also fahren lässt er sich wirklich gut. 96 km/h haben wir drauf. Jetzt hängt er im Graben drin. Ja, schon irgendwie lässig. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann schaust du rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.